Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Banish. Ja, wir sind ja dabei, unsere Hungersnot und unser Massensterben gerade ein bisschen zu verarbeiten und hoffe, dass wir jetzt langsam mal wieder einen kleinen Aufschwung kriegen. Sprich, wieder mehr Arbeiter, weil wie ihr seht, wir brauchen unbedingt Arbeiter. In der Mine fehlen welche, in dem Steinbruch, beim Woodcutter, Forester, es fehlen überall Arbeiter und wir brauchen jetzt dringend Arbeiter. Wie ihr seht, wir haben auch nur eine Kuh. Und wir hatten mal zwei. Ich dachte echt, es gibt mal ein paar Kinder, aber oder ein paar Kälber, aber ja, habe ich mich wohl geirrt. Und ich hoffe ja, dass wir diesen Winter jetzt nicht wieder in so eine Hungersnot kommen. Wir haben hier hinten ja schließlich auch schon ein Feld gebaut. Und ich hoffe, dass wir das da alles hinkriegen. Dass das alles passt. Aber da bin ich ganz guter Dinge, glaube ich, dass wir diesmal besser über den Winter kommen und auch genug Nahrung haben. Ja, es kommen ja ein paar Kinder, kommen ja nach, ne? So ist es ja nicht. Ja, wir müssten dann vielleicht noch mal ein paar Häuser bauen, aber ich werde jetzt erstmal keine Häuser mehr bauen, weil wir müssen jetzt erstmal zusehen, oder ich habe einfach zu viel Angst, dass wir wieder so ein Massensterben auf einmal haben, weil ich glaube nochmal verkraften tut das die Stadt nicht. Und ich will das hier jetzt so ungern aufgeben, weil Tiere haben wir schon und so weiter und so fort. Und ich hatte noch nie Tiere hier bei Banish. Deswegen ist das ja auch für mich Neuland und ich will das hier echt ungern aufgeben. Deswegen setze ich echt alles dran, damit wir hier endlich genug Nahrung haben. Ich hoffe ja, dass es das hier reicht mit den Feldern und ich hoffe, dass wir endlich mal ein bisschen Nachwuchs kriegen. Ich werde die Zeit doch mal wieder schneller stellen. Der stellt Leder her. Haben wir Wolle? Wir haben auch keine Wolle leider. Sonst hätten wir ja noch ein bisschen Wolle jetzt produzieren können. Aber was soll's? Wenn wir keine Wolle haben, können wir auch keine produzieren. So, ja, 120 Nahrung. Es ist auch noch ein bisschen Nahrung hier drinne. Jetzt wird angefangen, hier, die fangen schon an, die Felder abzubauen, zu ernten. Jetzt haben wir gar keine Kuh mehr. Na toll. Die wird jetzt zu Fleisch und Leder verarbeitet. Und warum haben wir jetzt gar keine Kuh mehr? Das ist echt doof. Was haben wir hier? Food is low. Ja, das wird aber gerade ein bisschen mehr. Ja, das heißt, wir müssen dann hier zusehen, dass wir... Der braucht ja hier dann erstmal nicht arbeiten, wenn da keine Kuh drin ist. Dann braucht er ja auch nicht arbeiten, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir, wenn der Händler wieder kommt, dass wir dann mehr Kühe kaufen. Oder wenigstens versuchen zu kaufen. Hier, das Feld wird auch gerade geerntet. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir jetzt hier ein Lagerhaus hinbauen. Oh. Oder wo wir den einsetzen. Warum ist der jetzt weg? Ich habe doch eben gerade noch einen. Ist einer gestorben? Ah, ein Fischer ist gestorben und der wurde gleich ersetzt. Da fehlt eh noch ein Fischer. Ah, ist doch alles doof. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wir brauchen Bewohner, Bewohner, Bewohner. Also erwachsene Bewohner, besser gesagt. Und ich glaube, diesmal sieht das ganz gut aus, dass wir genug Nahrung haben, weil wir haben jetzt schon wieder 600. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass wir mal ein bisschen Nahrung über haben, über den Winter. Hier ist nämlich noch was auf dem Feld. Hier ist auch noch was auf dem Feld. Das ist auch wichtig und gut. Ja, das passt auch. Das passt auch. Ja, jetzt ist halt doof, dass wir hier wieder keine Kühe haben, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wenigstens gedacht, da kommen mal ein paar Kälber oder so. Aber nichts. Falsch gedacht. Hier ist auch noch ein bisschen was dran. Ja, das ist ja wenigstens gut. Dann haben wir wahrscheinlich diesmal genug Nahrung. Jetzt sind wir über 2000 schon. Das sollte genug sein. Weil im letzten Let's Play, das war echt... Also, das war nicht geschauspielt oder so. Ich war echt... betroffen. Also ich hatte echt schon leichten Schock und leichten Herzschmerz. Das tat echt schon weh.
Aber naja, egal. Emotionen, sage ich nur. Ich häng halt an mein Spiel. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Aber unser Schaf bleibt wenigstens am Leben. Aber wir haben keine Kühe mehr, ne? Was sollen wir machen? Haben halt keine Kühe mehr, ne? Dann müssen wir halt wieder auf den Händler warten. Oh Mann. Das ist echt. Aber diesmal, glaube ich, haben wir genug Nahrung. Jetzt haben wir schon 3000 Nahrung. Anhalten, hier ist noch ein bisschen was auf dem Feld. Oh, das fährt dort. Wir sollten zusehen, dass wir hier noch ein Lagerhaus sehen. Oh, ein Händler. Händler, Händler. Okay, der hat sie Saat dabei. 5000, schaffen wir das? Mal gucken. Bisschen Firewood. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Oha. Welche Saat nehmen wir denn jetzt? Dieser, dieser. Oh, das ist jetzt doof. Das ist ja jetzt echt doof. Das ist ja ganz doof. Irgendwie müssen wir das ja hinkriegen, ne? Aber hier habe ich nicht Chicken, sag mal, geordert. Apfel ist immer gut. Ja, Korn kannst du auch mal mitbringen. Also Mais. Ja, das reicht auch. Aber wir brauchen halt noch ein bisschen mehr. Immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. Das ist jetzt doof. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, damit wir hier dieses eine Saat nochmal kriegen. Jetzt aber. Jetzt aber. Gut. Dann nehme ich für die. Ich will die Saat. Die machen wir und dann kann er abhauen. So. Das ist doch gut. Und wo kann man können? Ja, hier. Das werden wir doch gleich mal umtauschen. In Birnen. Vielleicht bringen die Birnen ja ein bisschen mehr. Das heißt, wir machen hier einmal Cut sagen, dass die alle fällen und dann sollen die dann neu ansehen. Bringt auch gleichzeitig ein bisschen Holz, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Und dann hoffe ich mal, dass die Birnen halt ein bisschen mehr bringen. Die Birnenbäume auch nicht so schnell wieder klein, also automatisch umfallen. Das wäre auch cool. Wir haben noch Leder. Du sollst auch aus Leder herstellen. Der ist ja auch. So, machen wir die mal hier wieder ein bisschen langsamer. Bisschen langsamer, damit wir das hier auch alles hinkriegen. Und dann hoffe ich, dass das die Birnenplantage hier ein bisschen mehr Nahrung abwirft. Aber ich bin da guter Dinge, glaube ich. Und wir haben immer noch ein Schaf, leider. Hey, warum wird das hier weiß? Wir sind doch schon im Frühling. Das ist jetzt doof. Aber wir sind schon im Frühling und haben noch 1800 Nahrung übrig. Das heißt, wir sind, glaube ich, aus dem Schlimmsten raus. Wir haben etwas geschafft. Aber nun gut. So soll es auch sein. Oh Mann. Irgendwie bin ich gerade voll müde irgendwie. Aber naja, was soll's. Passiert halt mal, ne? Ja, die Birnenbäume wachsen schon, das ist gut. Sehen ja auch wieder niedlich aus, ne? Sag mal, was sind eigentlich so eure Lieblingsspiele? Das würde mich auch mal interessieren. Also,
was ihr so am liebsten spielt. Egal wie alt, egal wie neu, egal wie. Also, wir reden aber jetzt erstmal noch vom PC-Spielen, ne? Wir reden nicht von Xbox, PlayStation, Wii und so weiter und so fort. Ich würde mal gerne wissen, was für PC-Spiele ihr so richtig gerne zockt, also worauf ihr mal Bock habt, was und wie auch immer. Also, was ihr halt gerne mal zu Hause einfach mal so zockt, wenn ihr Langeweile habt oder wo ihr nach richtig süchtig seid. Das wäre auch mal. Also es würde mich einfach mal interessieren, weil also ich zocke zurzeit halt so gerne so Banished, SimCity, Age of Empires, Civilization. Sowas spiele ich gerade gerne und jetzt würde mich halt mal echt interessieren, was ihr dann so gerne spielt. Das wäre ja mal echt eine interessante Sache. Ja, Firewood ist jetzt low, das ist klar, weil wir das auch gerade alles hier hingebracht haben. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr darauf keinen Bock habt, schreibt mir eine persönliche Nachricht, wo auch immer. Es würde mich einfach mal echt interessieren. Ne? Vielleicht kann man da ja mal was organisieren, dass man da dann halt zusieht, dass man dann irgendwie eine Session zusammen macht. LAN-Party, wie auch immer. Ne? In Hamburg. Ihr kommt alle nach Hamburg und wir machen eine riesengroße LAN-Party mit Livestream und blablabla, ne? Ja, mal auch eine Idee, ne? Auf jeden Fall. Könnte man ja mal machen. Halle mieten und dann geht's ab. Warum nicht, ne? Naja, ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren diskutieren. Ich schaue mir das dann alles mal an und dann werden wir sehen. Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie ein Lagerhaus hier hinbauen oder hier rein. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hier drinnen den Platz wollen wir eigentlich für die Felder. Deswegen eigentlich hier draußen. Dann müssen sie ja auch schon mal nicht so weit gehen. Und deswegen wird wahrscheinlich auch hier ein Lagerhaus hinkommen. Ne? Oder? Na, wollen wir gucken. Aha. Wir haben hier noch einen. Schicken wir ihn jetzt zum Woodcutter. Wir schicken ihn zum Woodcutter. Wir brauchen nämlich Feuerholz. Und dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie es schaffen. Wir haben Wolle. Das heißt, du wirst jetzt mal aus Wolle Dings zu produzieren. Dass wir es irgendwie schaffen, dass wir. Was wollte ich jetzt sagen? Da unbedingt das Lagerhaus hinbauen. Ich glaube, das ist jetzt mal wichtig. Sehe ich gerade, weil da haben wir auch keine mehr von. Ey, wo ich gerade so am Überlegen bin, ne? Das mit der Lahmparty wäre gar nicht mal so eine scheiß Idee. Das könnte man echt mal machen. Dann müssen wir mal gucken. Da eine Halle mieten und dann Hamburg. Das wäre echt geil. Warum nicht eigentlich, ne? Also jetzt, ich verarsche nicht, das meine ich ernst. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich überlege mir da mal was. So, das läuft. Und wir sind wieder bei 60 Arbeiter angekommen. Immerhin. Also, wir erleben hier langsam einen wirtschaftlichen Aufschwung. Also, Planetopia ist im Aufschwung. Und ich hoffe nicht, dass irgendwann der Abschwung kommt oder so. Da habe ich nämlich keinen. Das kann dann immer Aufschwung, 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 Höhepunkt, Aufschwung, Aufschwung, Aufschwung. Der Abschwung braucht nicht kommen. Da können wir gerne drauf verzichten. Bin ich fest von überzeugt. Und ich hoffe, dafür sorgen wir dann auch, dass wir dann hier keinen Abschwung erleben mehr. Bei so Massensterben, das wenn ich nur daran denke, dann könnte ich heulen. Aber so ist es nun mal, ne? So, ich glaube, die sind hier langsam am Ernten wieder. Ja, so sieht es gut aus. Hier auch. Und wir haben, glaube ich, endlich mal wieder genug Nahrung. Das heißt,
Unsere Bewohner können Kinder machen. Für unseren Aufschwung. Wir brauchen einfach einen wirtschaftlichen Aufschwung und so sieht es auch ganz gut aus. Wir wollten nämlich hier an der Kirche was Großes machen, aber das wurde ja auch in die Nichte geworfen mit dem Massensterben. Aber was soll's, ich werde jetzt mal ein Bauarbeiter, damit hier unsere Wege endlich mal fertig werden. Hier ist noch ganz viel Weg und so weiter und so fort. Da muss halt überall ein bisschen was hin. Hier ist auch noch Weg zu bauen. Und ich hoffe, dass wir es hier dann gleich mal machen. In Ruhe. Ja, dass hier dann irgendwann mal ein Bauarbeiter kommt und das fertig macht. Die flitzen ganz schön, ne? Die flitz. Ganz schön schnell unterwegs sind sie. Ah, guck, da baut sie doch schon fleißig. So soll es sein. Dann brauchen wir noch einen Bauarbeiter. Dann geht's schneller, hoffe ich mal. Und noch einen, komm. Oh, wir kriegen langsam wieder ein paar Arbeiter. Das freut mich. Endlich wieder ein paar Bauarbeiter. Dann ist hier nämlich unser Weg auch schon fast fertig. Und dann können wir da hinten doch noch ein Lagerhaus hinbauen. Und hier ist immer noch ein Schaf. Na toll. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das sieht doch schon mal wieder viel, 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 viel besser aus. Also ich glaube, so langsam aber sicher wird's. Da oben ist noch Weg. Baut das auch mal bitte fertig. Wäre cool. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Hier ist auch noch ein bisschen Weg. Das muss auch noch gebaut werden. Ein bisschen was habt ihr noch zu tun. Oh, und das Feld geht schon wieder kaputt. Schnell ernten, 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 ernten. Das muss alles noch ins Lagerhaus gebracht werden. Also wir müssen da auch unbedingt dann also ein Lagerhaus noch hinbauen. Also näher dran. Was ist jetzt schon wieder? Firewood. Ja, das wissen wir auch. Aber das müsste doch jetzt hier mal langsam voll sein. Ne? Ja. Herbst fehlt uns auch wieder. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Jetzt muss der Weg erstmal gebaut werden. Hier oben fehlt noch ein bisschen Weg. Das da auch mal bitte fertig. Los, hopp, hopp. Das ist jetzt hier schon Firewood und Firewood. Ja, wir haben noch ein bisschen Firewood. Kohle haben wir auch ganz wenig nur oder gar nichts. Aber wir haben 5000 Nahrung. Endlich mal. Irgendjemand ist doch gerade wieder gestorben. Ja, ein Fischer. Aber der wurde gleich ersetzt, weil wir noch ein Laborer übrig hat. Und es fehlt uns natürlich immer noch Firewood. Das sieht auch gut aus. Ja, ja, unser Weg wird gebaut. So langsam aber sicher. Wenn ich mal wüsste, wo unsere drei Bauarbeiter da eigentlich sind. Ah, da sind sie. Da ist sie gerade zugange. Na, das geht doch. Da, sie macht und macht und macht. Ja, hier, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt da, ein Feld noch. Könnt ihr das mal auch bitte fertig machen? Ich bin gerade überlegen, ob wir noch einen Weg hier so rüber gehen. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll, ne? Ich glaube, dann sieht das gleichmäßiger aus. Und das werden wir auch machen. Das sieht dann besser aus, weil da sind wir auch so ein drüber. Und dann passt das. Wie viele Felder haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Ach, zählen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, da haben wir 4 auf jeder Seite.
Und dann passt das. Jetzt muss ich hier das zählen, also wirklich muss ich ja nochmal zählen lernen. Oha, 13 Schüler, das ist auch eine Menge. Das heißt, es werden nochmal bald ein paar Kinder kommen. So, der Weg hier wird jetzt auch gebaut, das ist auch gut. Auf der anderen Seite sind sie auch schon fleißig dabei. Das ist auch gut. Und hier kommen sie auch bald hin, damit da denn der Transport auch schneller vonstatten geht. Und dann wird das alles. Hier haben wir keine, hier haben wir auch keine Wolle mehr, aber wir haben ein bisschen Leder hier. Das heißt, oh, jetzt haben wir auch Wolle gekriegt. Halt. Wir werden hier wieder Lederklamotten herstellen. Weil wir 12 Leder haben, deswegen werden wir auch Lederklamotten herstellen. Ne? Das läuft doch alles. Ich dachte gerade, hier wäre nur ein Schaf, aber das sah nur so aus. Naja, passiert, ne? Aber wir sind wirklich im Aufschwung und das freut mich. Und wir werden den Aufschwung im nächsten Let's Play weiterfolgen und hoffe dann wieder, dass wir unseren Steinbruch und Mine und so weiter alles voll kriegen. Und wir haben wieder einen Händler da. Und was der für uns Schönes hat, werden wir alles im nächsten Let's Play sehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.